Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Session Baldur's Gate 3. Wir sind hier in dem Keller und hatten einen Geheimgang freigelegt. Astarion ist hier immer noch im Sneak-Modus, warum auch immer. Can't give up now. Und, What path lies before me? schauen wir mal, was es hier gibt so. Ganz schön dunkel hier. Oh, es wird gespeichert. Spannend. Always room for more. Sind Untote. Keine Zauberstufen mehr. Klasse von 14, ist schon stark. Aber wir haben echt nicht gut gewürfelt. Das war okay. So, aber Zweithand wurde getroffen, 4 Stiche. Hinterhaltiger Angriff. Okay, alles klar. Also automatisch. Oh, mal ist in den anderen Dingern auch noch Skelette drin. Anscheinend nicht. Die Schaufel noch. Magier. Bane der Tyrannen. Auch immer gut zu haben. So, den hier haben wir noch nicht gelootet. Streitkolben und eine Schriftrolle. Können wir eigentlich mit Gail inzwischen irgendeinen Zauber noch extra uns holen? Ah ja, wir könnten hier Dunkelsicht lernen mit 400 Gold. Und Knochenkälte. Und nicht nur mal einen Lärm.
Schad alles nicht, ne? Ziel. Einmal hier zurück. Strahl der Übelkeit. Kennen wir bereits. Ja, ich würde sagen, wir haben hier noch einen Helm. Den können wir Astarion aufziehen. Dolche 1 bis 4 Schaden. Liegt das in der Nebenhand? Anscheinend. Der Dolch in der Nebenhand macht also weniger Schaden. Ja. Gut zu wissen, war mir bis jetzt auch nicht bewusst. So. Aber immerhin, ne? Very well. Coming over then. Öffnen hier, zückig. Hallo? So. Vergrößern. Gedankenbahn. Ich weiß nicht, lohnt sich das dafür? 100 Gold ist ein bisschen viel. Weiß nicht. Nee, erstmal nicht. Dunkles Tagebuch. Die Tätowierungen auf meiner Haut sind verborgen. Die roten Roben sind weggesperrt. Interessant, interessant. Hier ist noch eine Pike. Eimer. Na, einen Eimer müssen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. So. Hier können wir noch reingucken. Ein Goldstück. Wow. Was haben wir hier? Eine Beschwörung. Oha. Das nehmen wir noch mal mit. Das lohnt, glaube ich. This will come in handy. So, jetzt können wir auch mal gucken. Ins Zauberbuch hieß hier oben. Den mal direkt ausrüsten. Magierrüstung. Aber wir haben gerade eh keine Zauberplätze, aber ja. Die flammende Sphäre ist da auch noch nicht drin. Alles ist auf Stufe 2. Okay. Was nehmen wir denn dafür raus? Schlafen, ne? Okay. Noch auf dem halben Wege zur Stufe 4. Best get going. Die jetzt eigentlich weiter? Ne, die nicht weiter. Moving in. Wenn das hier so ein komischer Magier war, sollte vielleicht Gail hier mal alles weitere untersuchen.
dass wir da wieder so ein komisches Magiebuch finden. Und onward. Dann mal seine Arkanen-Expertise gebrauchen könnten. Nee. Eine verfaulte Karotte. Nee. Ein verzierter Spiegel. Speak your name. A magic mirror. A primitive contraption, but not without its use. I know my master's face. You are not Illintoth. If you are his ally, step forward and declare it. Only a true ally of Illintoth may pass. What think you of the Zolkir known as Zastan? You recognize the name, of course. Anyone that knows of the Red Wizards would. Zastam is a powerful lich that rules the land of Thay. He drove many Red Wizards out of their ancestral home. Nicht weiß, nichts von D&D anfangen kann, müsste man gar nicht, was ein Lich ist. Hier auch falsch übersetzt übrigens, wahrscheinlich. Ich mach mal, ist mal ein bisschen sassy hier, ne? A poor choice. You will be purged. Lauf! Oh, und dann kommen jetzt auch schon wieder hier die Viechers. Diese Sphäre. Wollen wir mal untersuchen, ne? Die was? Keiner weiß es. Pfeil. Keine Ahnung, ist die dagegen immun? Weit genug. The last board is set. So, er. Null. Auf Flammensphäre gewirkt. Ja. Hat aber nichts gemacht, ne? Frage ist jetzt, warum null? Kann ich die überhaupt besiegen? Kann sie nicht untersuchen. Okay, ich mache hier keinen Schaden. That's a big problem. This will do nicely.
vielleicht sollten wir uns verziehen. Fehlschlag. Okay, also Feuer konnte nichts, normales konnte nichts. Wie wäre es mit gleißendem Schaden? Darf nicht unbelebt sein, okay. Hatten wir, glaube ich, eben schon mal versucht, ne? 3 bis 10 Schaden. Fernkampfangriff auch, also machen wir das. Fehlschlag, geil. Rückzug. Sometimes the only way out is through. Ja. Zielpunkt ist nicht erreichbar, ich kann es nicht angreifen. Ich glaube, Rückzug ist dann wohl angebracht. Breathe deep and move. Und dann geht jetzt gleich die. Irgendwas nach dem Schmeißen. Hier ein Hammer. Brauchen wir nicht. So, Gale, lauf um dein Leben. Wenn ich den eh nicht besiegen kann, dann gehen wir raus. Hier Untote. Also die kann ich halt überhaupt nicht, der kann ich überhaupt nichts tun, das ist halt das Problem. Die sind jetzt nicht so das Problem hier. Der erste, der rausgeht. Und so weiter. Light on my feet. So, er ist zumindest hier schon mal raus. Raserei ist weg. Die Frage ist halt, wie weit kommen die einem hinterher? Spurt. So, hier ist ja noch eine Leiter. Ich schätze, wenn wir zur Leiter müssen. Auch hinterher. Aber kommen sie mit hier rein? Das ist die Frage. Nothing will stand in my way. Have to keep going.
Okay, zumindest die kommen jetzt mit raus. So, dann holen wir jetzt Astarion schon mal raus. Und wer ist jetzt nach unten? Gale? Raus. So, und jetzt machen wir hier mal irgendwie zu beenden. Echtzeit. Kommen wir hier wieder raus? Oder sind wir hier oben sicher? Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach mal eine lange Rast. Und schauen mal, was dann so passiert. Irgendjemand Gesprächsbedarf? Anscheinend nicht. Können wir es ja schnell machen hier. So. You don't sleep well. Flitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong. Or maybe you just get lucky. Shit. Huh? No, no. It's not what it looks like. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There, in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. I've never killed anyone. Well, not for food. I feed on animals, bulls, deer, kobolds. Whatever I can get. But it's not enough. Not if I have to fight. I feel so weak. If I just had a little blood, I could think clearer. Fight better. Please. Kann dann die Gegner angreifen? A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. Also mein Blut nicht. No. No, of course. Silly of me to even ask. I'll go and find something on four legs to eat, I suppose. Mm-hmm. See you in the morning. You watch him stalk away, slumped, sulking, and ready to kill. Ja, ja, ja. I need a quick word. Morning. I hope last night's little unpleasantness hasn't left a bad taste in your... Well, I hope there are no bad feelings. Könnte nützlich sein, indeed, das stimmt. It could. These are very helpful in a fight. Of course, I can't summon wolves or turn to mist like a true vampire. Being a spawn has its drawbacks. Oh no, I should be cinders in this light. I hadn't seen the sun for 200 years before we crashed here. Someone, so? Or something, wants me alive. They've changed the rules. Standing in the sun,
wading through a river, wandering into homes without an invitation. They're all perfectly mundane activities now. As for my other quirks, well, we can figure those out in time. Ist das so? That's my theory, but who knows? I'm just glad you're being sensible about these revelations. I was worried people might turn up with torches and pitchforks. Although there's still time. So we're traveling with a vampire, are we? Of course we are. Word of warning, Astarion. I taste absolutely awful. I'd just better not wake in the night to find fangs at my throat. Quite the opposite. I'm here in the spirit of openness and honesty to work together as a team. You say all the right words, but I'm not so sure you mean the right things. Still, I will respect the decision that was made. There now. We're all friends again. Shall we go? There's a long day ahead of us. Ja, wir müssen nochmal in diesen Keller. Da ist irgendwann hinter diesem blöden Spiegel wahrscheinlich. So, und ich hatte ja gesagt, wir schauen mal nach der nächsten langen Rast, wie das hier mit einem anderen Companion ist. Deswegen entferne ich mal ganz schnell Astarion. So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers. Oh, darling, I'm hurt. I get it sounds awful. So. Und dann werde ich mir hier jetzt einen Mietling holen, der eine bestimmte Sache für mich machen soll. Fate, dost thou require a new ally? Mietling? Very well. Choose. So, und zwar den hier. Der ist nämlich... Kleriker, glaube ich. And these things have stayed interesting. Ist er? So. Stufenanstieg. Können wir nicht machen. Des Sonnenaufgangs. So, und jetzt können wir mit ihm das Mögliche hier machen. Zusammen. So, und hier kriegt er jetzt nämlich einen Zauber. Den raus. Den brauchen wir nämlich. Schützendes Band. Der Zauber hat sonst einen ziemlichen Nachteil, also wenn man den nur unter den normalen Party-Membern macht, weil die beide halt Schaden kriegen, ne? Also nicht nur einer, sondern zwei Schaden. Aber wir werden den Zauber jetzt einfach hier auf unseren Hauptcharakter aufsprechen. Damit haben die beiden ein schützendes Band. So, und dann entferne ich ihn aus der Party. Wartet im Lager. Thou art the master, so it shall be. So, und das Band bleibt trotzdem. Und das Band bleibt auch, wenn ich jetzt einen anderen mit in die Party reinnehme und er hier im Lager bleibt. Das heißt, ihm kann hier eigentlich nichts passieren. Wenn er hier im Lager stirbt, kann ich ihn auch irgendwie hier im Lager wiederbeleben und dann einfach das Band wieder holen. Das heißt, ich halbiere jetzt den Schaden. Oder, weil der aufgeteilt wird zwischen uns. Und, ja. Kann so mehr Schaden aushalten. Darling, I thought you'd never ask. Lead on. So, geht natürlich nicht für immer. Der wird natürlich auch hier irgendwie drauf gehen. Aber man kann ihn ja hier wieder beleben.
So, dann. Verlassen wir das Lager. Und schauen nochmal nach, was hier so im Keller nochmal abgeht. Also, ich weiß nicht, ob diese Sphäre dann noch da ist oder nicht. Nevermind. Light on my feet. Es ist auf jeden Fall ein neuer Tag, das heißt, ich muss nochmal auf mich sprechen. Und das auf ihn sprechen. So. Right away. So, jetzt bin ich gespannt, ob die ja nicht alle wieder weg sind oder ob die noch da sind. Also ich sehe schon, die Untoten scheinen noch da zu sein. Da ist er. Einer läuft hier rum. Aber ist die Sphäre noch da? Das ist die große Frage. Drei Untote. Anscheinend ist die Sphäre nicht da. Das ist nämlich das Wichtige, die konnte ich ja nicht angreifen. Die Untoten sollten nicht das große Problem darstellen. Was rein? Und dann geht's ab nach vorne. Crit, das ist immer gut gewesen. So, und jetzt hat er natürlich jetzt auch wieder Zauber zur Hand. Magierrüstung auf sich selbst. So. Gleich können wir die Beschwörung vielleicht auch mal machen. Also sie sind schon nicht ohne hier die Skelette, aber die sind machbar zumindest, denke ich. Sporen, ja, komm zu mir. Sehr gut, jetzt wirst du hier Attacke abkriegen. Kaputt. Kaputt. Bis 16 Schaden. Feuerball. Ein. Schießen wir nochmal. Fehlschlag. Im Nahkampf, ey. Naja, gut. Aber unser Barbar macht hier, was er machen soll. Nämlich alles platt. Reicht das nicht? Reicht leider nicht. Oh, some fun.
So. Prima. Haben die denn irgendwas mit sich? Bogen. Und dann kriegen wir sogar extra Loot. Passt doch super. Nehmen wir. Another step forward. So. Und ob das jetzt mit dem Spiegel klappt oder nicht, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's mal gut. Tschüss.